Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der... Don Bach. Und ich bin... Monsignore Ellert. Oh, Monsignore, genau, ja. Wir haben heute den 27. Januar und heute sind wir international. Ja, gibt ein schönes Geburtstagskind. Schön im Sinne von, ja, die Mädels stehen drauf. Marco, sagt ihr was? Sänger, DJ oder irgend sowas? Er war Sänger bei Take That. Er heißt ja eigentlich Mark Anthony Patrick Owen. Ah, okay. Britischer Sänger, wie gesagt. Achso, der Typ, Take That. So der Kleine ist es doch von dem. Ja. Ja, der kleine Tänzer. Aber hier voll der Frauenschwarm, der Typ damals. Ja, ist so ein Süßer. Ja, die Mädels sind da reihenweise für ihn. Was ich ja nicht verstehe, ist, wenn Frauen sagen, der ist ja süß. Weil was ist denn süß an einem Mann? Ja. Süß. Ein Mann muss eigentlich... Selbst Katzen. Die ist ja süß. Warum ist sie süß? Hast du gar nicht probiert. Ja. Sieht süß aus. Was ist süß überhaupt für ein Begriff? Ja. Verstehe ich nicht. Kann ich nachvollziehen. Egal. Schreib's mal in die Kommentare. Was denn? Was sollen die jetzt schreiben? Naja, was süß ist. Was süß ist. Was, das ist aber eine tolle Aufforderung. Ja, ist so, was ist, schreibt mal in die Kommentare, was süß ist. Was ist süß im optischen Sinne jetzt? Ja, wenn eine Frau sagt, ach, wie süß. Was bedeutet das? Ja, was bedeutet was soll das? Was soll das? Schreibt mal rein. Philosophiert doch mal ein bisschen mit uns. Ja? Genau. Also. 27. Januar 1967. Verbrennen während eines Bodentests die US-amerikanischen Astronauten Grissom, White der Zweite und Chaffee. Ja, ist halt schade, dass sowas passiert, aber das Blöde ist wirklich, es sind Astronauten und die sterben auf der Erde. Also wenn sie wenigstens irgendwie hoch, dann puff, und dann werden sie gesagt, ach, guck mal hier, aber nein, auf dem Boden. Ist irgendwie inkonsequent, ne? So, ja, so ein bisschen, ein bisschen unvollendet, das ganze Ding. Ja, inkonsequent. Ja, ja. Und kurz danach, das wissen wir, 67, am 27. Januar ist das passiert. Und dann kurz danach ist ja diese Apollo 11 mit den ersten Menschen, zwei Jahre später, auf den Mond gelandet, sagt man. Mhm. Gehen wir mal von aus jetzt so. Mhm. Ja, genau. Ich darf ja nicht mehr anzweifeln. Ist egal. Fakt des Tages. Der Fakt des Tages ist der beste Fakt des Tages, den wir bis jetzt hatten. Jetzt bin ich gespannt. Schnallt euch an, halt euch fest. Das Ding ist der Kracher. Im Jahre 1740 ist in Frankreich eine Kuh der Zauberei beschuldigt, angeklagt und verurteilt worden. Und das Urteil ist auch... rechtskräftig gewesen. Man hat sie also dann bestraft. Eine Kuh. Mit dem Tod durch den Strang. Sie ist erhängt worden. Die Kuh ist erhängt worden. Ja. So was Beklopptes kann dir nur in Frankreich passieren. Naja, ich hätte gesagt USA, aber gab es ja noch nicht. Also die Kuh war dann quasi keine Kuh, sondern das vorletzte Zweihorn und ist entsprechend dann am Halse aufgehängt worden, bis das der Tod eintritt. Eine Kuh wurde das... Hexerei. Ja, was hat der sie Zauberei. Die hat Wasser zu einer weißen, milchigen Flüssigkeit. Ja, wahrscheinlich war das die erste Kuh, die das geschafft hat. Die haben sogar milchige Flüssigkeit. Wo haben die den Begriff milchig her? Ja, gut. Das ist nicht überliefert. Denk doch mal nach. Steht doch hier drin. Ja, das war der 27. Januar. Morgen sehen wir uns wieder am 28. Januar. Bis dahin könnt ihr hier in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Oder ihr könnt uns abonnieren oder ihr könnt, ach, was weiß ich, was ihr alles könnt. Macht einfach. Ihr könnt einfach mal auch durchschlafen. Bis morgen. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Haut rein.